Digitale und analoge Illusionen der Bildung. Ich habe mal so 10 aufgeschrieben, die mir besonders dringend und wichtig erscheinen. Und die Themen MOOCs und Inverted Classroom und Quizze und was auch immer kommen dann auch alle zu Genüge darin vor. Denn gerade bei denen gibt es ganz viele Missverständnisse und Illusionen, was denn alles ginge, was gehen sollte. Ich fange mit den relativ offensichtlichen Illusionen an und höre mit Illusionen auf, die, glaube ich, ganz, ganz unten drunter liegen im Fundament und dicke Probleme sind. Das, was gerade durch die Medien geistert, insbesondere weil Sebastian Thun, den hat der Herr Meinl ja eben schon erwähnt, weil Sebastian Thun gerade festgestellt hat, auch festgestellt hat, es geht irgendwie nicht, Internetbildung für alle. Insbesondere die MOOCs waren ja erstmal gedacht als Demokratisierung der Bildung. Kann ich mit diesen massiven, offenen Online-Kursen, wie sie ja heißen, kann ich mit denen die Bildung demokratisieren, in Anführungszeichen. Das sah ja erst danach aus. Es gab so ein paar Poster-Kits sozusagen, die man immer vorgeführt hat. Die beiden hier zum Beispiel, Muhammad und Gajia Niazi aus Pakistan, zwei Zwillinge, Kinder, insbesondere das Mädchen, ist dann auf allen möglichen Veranstaltungen aufgetreten als Idealfall. Hier haben wir jemanden aus Pakistan, ein Kind aus Pakistan, das dann plötzlich mit Hilfe dieser massiven offenen Online-Kurse die wildesten Geschichten lernt, Astrobiologie und Grundlagen von dem, was auch immer Einstein erfunden haben mag. Das sieht erstmal so nach Demokratisierung der Bildung aus, der großflächige Zugang zur Hochschulbildung. Ich habe ja seit mehr als einem Jahr ein MOOC bei Udacity laufen über Differentialgleichungen. Auch da, wenn man erstmal so in das Forum reinguckt, was da so stattfindet, jemand aus Teheran, der nun in Kuala Lumpur lebt, jemand aus Jamaika, Science Educator, jemand aus Houston, der mal bei der NASA war, jemand aus Colorado, das sieht auch erstmal ganz schön wild gemixt aus, ist auf gewisse Weise auch wild gemixt, aber nicht so wild gemixt, wie man sich das vorstellen würde. Denn bei diesen massiven offenen Online-Kursen, Herr Meinl hat es eben schon gezeigt mit den Zahlen vom HPI, die Leute, die da teilnehmen, das sind eben nicht die üblichen Erstsemester, ganz und gar nicht. Und schon gar nicht die Schülerinnen und Schüler aus Pakistan, bis auf diese beiden Ausnahmen. Das hier ist so eine typische Verteilung von meinem eigenen MOOC. Bei Udacity habe ich die Daten nicht, aber das sieht bei praktisch allen so aus. Bei Herrn Meinl haben Sie es indirekt eben auch gesehen mit der Altersgruppenverteilung. Hier ist es aufgeschlüsselt nach Ausbildungsgrad bei einem MOOC von der Duke University über Bioelectricity. Man sieht, man hat schon fast 10% Leute mit Promotion in so einem Kurs. In diesem zumindest, die ein Viertel mit Master, mehr als ein Drittel mit Bachelor. Das sind nicht die Erstsemester, die man da bedient an der Stelle. In ganz kleinem Rahmen ja, aber das Gros kommt nicht daher. Und daher auch dieses Statement von Sebastian Thun, der ja Udacity gegründet hat, bei denen ja auch mein MOOC läuft und inzwischen doch sehr desillusioniert ist. We have a lousy product, weil man nicht die Massen erreicht, die man eigentlich erreichen wollte. Man erreicht die gut Gebildeten, aber nicht die Leute, die man eigentlich erreichen wollte oder von denen man zumindest gesagt hat, dass man sie erreichen will. Ich habe bei mir mal an der Hochschule rumgefragt unter den Masterstudenten und den Bachelorstudenten, okay, wer hat denn schon mal was von diesen Firmen, Iversity, Coursera, edX, Udacity, gehört? Wer hat sich da schon mal was angeguckt, so einen Kurs? Wer hat tatsächlich mal wirklich genutzt? Und Sie sehen, man kann es ziemlich vernachlässigen, findet einfach nicht statt. Für die üblichen Studentinnen und Studenten ist das überhaupt noch kein Thema. Und es ist vielleicht auch nie ein Thema vielleicht, aber bisher, also 2 Jahre nach dem das so dick gefahren wird, in der Presse 1 bis 2 Jahre, je nachdem, wann man anfängt zu zählen, ist es für die Studentinnen und Studenten noch kein Thema. Ich war letzte Woche in Würzburg, habe da auch mal rumgefragt, selbe Lage. Also bei den Studentinnen und Studenten scheint das noch nicht angekommen zu sein, dass es da sowas gibt. Wenn man dann mal genauer anguckt, die beiden Kinder aus Pakistan, Muhammad hat in irgendeinem Blog geschrieben, Astronomy has been a passion of mine since I was 1 year old and my father read a book about the planets to me. I think he let me buy every astronomy book in Pakistan. Das gibt uns so ein paar Aufschlüsse. Irgendwo anders liest man noch, der Vater ist Pilot und so weiter und so fort. Also Muhammad ist definitiv nicht das arme Kind irgendwo aus Pakistan, sondern schon jemand von den Bessergestellten mit Eltern, die sich um ihn kümmern, extrem um ihn kümmern. Also die MOOCs sind da das Sahnehäubchen, diese offenen Online-Kurse sind da das Sahnehäubchen, aber eigentlich müsste man erstmal diese Eltern haben. Und
das Geld, das die Eltern dann zur Verfügung haben, relativ zu der Lage in Pakistan, um ihren Kindern das zu ermöglichen. Wenn ich bei mir so gucke, welche Studentinnen und Studenten wären eigentlich in der Lage, sowas zu nutzen tatsächlich? An ganz vielen Stellen fehlt es, auch da hat Herr Meinl schon einiges gesagt, an ganz vielen Stellen fehlt es dann eben einfach an dem Durchhaltevermögen. Wenn man in der Gruppe ist, im Hörsaal, in der Gruppe sitzt, jeden Tag zur Uni geht, zur Fachhochschule geht, gemeinsam was unternimmt und dann gibt es noch einen Kaffee danach. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man vor seinem Rechner sitzt, den man einfach zuklappen kann. Die Hoffnung ist ja, mit diesen Foren und den ganz vielen Fragen und Antworten auf den Foren so ein bisschen Gruppensituationen herzustellen. Aber das ist auch schwierig. Es ist nur ein kleiner Teil der Leute, die an so einem Kurs teilnehmen, tatsächlich dann auf dem Forum aktiv. Insofern, die Abbildung von dem, was in der Präsenzlehre allein an diesen Peer-Effekten funktioniert, an diesen Mensch-zu-Mensch-Effekten in der Präsenzlehre, was da so funktioniert, das abzubilden online ist total schwierig. Sich wirklich durchzubeißen durch etwas, ohne die Unterstützung von seinen Nachbarn oder ohne dieses regelmäßige Erscheinen an der Hochschule, im Hörsaal, die Zusammenarbeit mit digitalen Medien, ich muss in der Lage sein, etwas aufzuschreiben, ich muss in der Lage sein, die Antwort zu verstehen, solche Geschichten, ich muss in der Lage sein, mir meine Zeit einzuteilen, dass ich es nicht auf den letzten Drücker abgebe und weiß, okay, nächste Woche Mittwoch ist dieses dran, nächste Woche Donnerstag ist das dran. Ich muss die fachlichen Grundlagen haben, wenn ich zwischendurch feststelle, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie Wurzelziehen geht, was mache ich dann? Dann ist der Kurs eigentlich vorbei, weil der läuft dann ja gnadenlos weiter. Bei Udacity sind die Kurse ungetaktet, aber die meisten Kurse sind getaktet, das heißt, die laufen dann einfach gnadenlos weiter und wenn ich zwischendurch feststelle, geht nicht, mir fehlt was, stehe ich da. Und natürlich muss das Studium für mich irgendwie sinnvoll sein, wenn ich Studentinnen und Studenten habe, die mir sagen, ich bin hier eigentlich nur, weil ich keinen Ausbildungsplatz gekriegt habe. Die kann ich nicht vor so ein Ding setzen. Wie sollen die das jemals schaffen, sich da durchzubeißen? Also an tausend Ecken und Enden fehlt es da einfach, um diese Kurse sinnvoll einzusetzen. Für jedermann. Es ist nicht die Demokratisierung der Bildung, der Hochschulbildung, was ursprünglich mal posaunt worden ist. Nummer 2, die Digital Natives, in Anführungszeichen gesetzt. Worin besteht eigentlich die Fähigkeit eines Digital Natives? Man kann mit Facebook umgehen und man kann mit WhatsApp umgehen. Aber darüber hinaus, wenn ich mir angucke, wie werden Office-Dokumente formatiert, mit Umbrüchen per Hand, Überschriften werden per Hand nummeriert und so weiter. Also wenn jemand Digital Native ist, heißt das nicht, dass er oder sie auch wirklich weiß, wie man mit diesem ganzen Kram umgeht. Es ist so ein bestimmter enger Kreis an Anwendungen, an Webseiten und was auf dem Handy läuft, ist bekannt. Aber der Rest ist unbekannt, wie bei allen anderen, die sich nie damit auseinandergesetzt haben. Ich sehe sogar das Problem, dass man sich an diese Magie gewöhnt, hier zum Beispiel diese Autoeffekte bei Google. Ich lade 5 Bilder hoch von irgendeinem schönen Platz, den ich irgendwo fotografiert habe und Google rechnet automatisch alle Personen raus, damit er sauber wird, der Platz. Diese Magie dahinter, die nehme ich irgendwann doch als Digital Native für selbstverständlich. Ich verstehe gar nicht mehr, wie kompliziert das eigentlich ist, was da passiert. Und das merke ich, wenn ich morgens im Bus sitze. Alle sitzen mit ihrem Handy da, in der üblichen Anbietungspose für das Handy und tippen dann irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, die dann aufpoppen wie wild. Ja, man verschriftlicht irgendwas, aber das sind 5 Wörter, 6 Wörter, 10 Wörter. Was Herr Meinl eben gesagt hat, man wirklich mal 2, 3 Seiten Motivationsschreiben in einem großen Bogen was schreiben soll, das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich mal ein paar Wörter in WhatsApp schreibe. Diese Verschriftlichung ist auch nicht da. Und vielleicht das gravierendste, Multitasking. Es gibt diese Studie zu Multitasking, dass eines der schlimmen Probleme beim Multitasking ist, dass die Leute versuchen, Multitasking zu machen, zum Beispiel was zu schreiben und gleichzeitig Videos zu gucken oder Musik zu hören, dass die Leute Multitasking machen, die es gerade nicht können. Also man hält sich für fähig, gleichzeitig seine Hausaufgaben zu machen, um Musik zu hören, aber wenn man dann wirklich guckt, was schaffen diese Leute im Unterschied zu anderen, gerade die, die es nicht können, Multitasking, die versuchen es zu machen. Ganz gefährlich. Eine gravierende Illusion. Und nun ist doch alles online. Für die Digital Natives ist doch alles online. Ich kann es nur einfach googeln. Dieses Beispiel hier finde ich so schön aus einem Buch über lustigerweise Videospiele und Lehre. The guard dribbled down court, held up 2 fingers and passed to the open. Ich verstehe die Wörter, die da stehen, aber ich habe keinen Schimmer, was mir dieser Satz sagen soll.
weil ich keine Ahnung von dem Spiel habe. Das ist ein Beispielsatz dafür, dass man ohne Hintergrundwissen einfach aufgeschmissen ist. Also jetzt könnte ich die Wörter der Einzelnen googeln, was heißt Guard, was heißt Dribbled, aber ich weiß ja eigentlich sowieso, was da steht und ich habe trotzdem keinen Schimmer, was mir dieser Satz sagen will. Ich brauche ein Hintergrundwissen, ich brauche einen Zusammenhang, in dem ich das irgendwie unterbringen kann, sonst bin ich aufgeschmissen. Ich kann nicht einfach nur googeln. Zu sagen, die Enzyklopädie, die steht doch da draußen im Internet, holt sie euch, das reicht nicht. Ich brauche Hintergrundwissen, um irgendwas damit anfangen zu können. Was man als Lehrender sehr früh lernt, gelehrt ist gelernt, Fragezeichen, nein, noch lange nicht. Das begegnet mir täglich, auch nach wie vielen Jahren jetzt, 15 Jahre in der Hochschullehre. Man erklärt am Mittwoch die Binomialverteilung und am Donnerstag macht man eine Aufgabe dazu und es geht nichts mehr. Oder man erklärt im November die Eulersche Identität, E hoch I mal Phi ist gleich und so weiter. Und einen Monat später geht die auch schon nicht mehr. Auch Pythagoras jede Woche einmal neu erklären. Also man hat es gelehrt, aber es ist noch lange nicht gelernt. Da kommt jetzt der Inverted Classroom rein. Dass ich versuche, das aufzubrechen, an der Hochschule Stoff zu erzählen, in der Vorlesung, in Anführungszeichen, in der Fachhochschule ist es ja eher seminaristischer Unterricht, so schulmäßiger Unterricht. Und zu Hause gibt es Übungsaufgaben, das funktioniert alles nicht so richtig. Die Übungsaufgaben für zu Hause, eben habe ich schon erwähnt, Grit, Mumm, Durchhaltevermögen und so weiter, das klappt alles nicht so gut mit den Übungsaufgaben zu Hause, wenn die ein bisschen schwieriger sind. Und an der Hochschule im Seminarraum 90 Minuten was erzählen, da sind nach 10 Minuten alle abgehängt, haut auch nicht hin. Der Gedanke ist, das auszutauschen, deshalb Flipping oder Inverted Classroom. Der Gedanke ist, das auszutauschen. Wir machen zu Hause den Stoff, da gibt es nämlich meine Erklärvideos für zu Hause. Die sind halbwegs erträglich, die sind schön weichgespült. Auch ein Problem, komme ich gleich zu, aber die sind so weichgespült, dass die zu Hause gehen. Und an der Hochschule kann man sich zusammensetzen, diskutieren, Aufgaben lösen, selber was machen. Und ich erzähle praktisch nichts, sondern gucke nur, was passiert und stelle Fragen, die irgendwie weitergehen. Das ist eine alte Idee im Jahr 2000 schon. Inverted Classroom Model heißt es gerne an den Hochschulen und Flipped Classroom heißt es gerne an den Schulen. Gerade in den amerikanischen Highschools wird es extrem häufig gemacht inzwischen, dass die Lehrer eigene Videos produzieren, ihren Schülerinnen und Schülern geben und dann nur noch kleine Arbeitsgruppen haben an der Schule und dann von einer Arbeitsgruppe zur nächsten laufen und gar nichts mehr erzählen. So sieht das dann bei mir aus. Es gibt für das Semester dann eben eine Liste. Das sind die Videos zu einem bestimmten Tag, zum 9. April 13. Waren das die Videos zu dem Tag, alles relativ überschaubar, sind schon relativ lang, 28 Minuten ist für meine Verhältnisse schon relativ lang. Jetzt mal eins mit 3 Minuten, 54. Das sind die Videos, die sollen bis dahin geguckt werden, durchgearbeitet werden. Es gibt ein Skript dazu, das ist ein Lückentext, dass man die wesentlichen Formeln selbst eintragen muss, dass man alle Grafiken selber machen muss. Dann hat der Computer was getan, sozusagen. Das ist, was der Computer gut kann. Der kann das 5-mal abspielen und die Studentinnen und Studenten können sich das in halber Geschwindigkeit und in doppelter Geschwindigkeit, wie auch immer, angucken auf YouTube. Und ich habe dafür dann Luft, was Vernünftiges zu machen. Ich kann Aufgaben mit den Studentinnen und Studenten bearbeiten, die ein bisschen heftiger sind, an denen sie alleine scheitern würden. Und kann dabei eben gucken, was passiert. Ob jemand wieder die Summe aus der Wurzel zieht, überhaupt keine Idee hat, wie ein Koordinatensystem geht, gar nicht den Unterschied zwischen Gleichheitszeichen, Äquivalenzzeichen und so weiter. All das kann ich dann im Fluge beim Rumgehen mir angucken. Das ist der Gedanke beim Inverted Classroom, wie ich ihn mache. Nur das mit den Videos, auch das ist schwierig. Gelehrt ist noch lange nicht gelernt, auch bei den Videos. Es gibt einige Forschungsarbeiten dazu, von dem Herrn Maller zum Beispiel. Wenn ich im Video geradlinig erkläre, wie irgendwas funktioniert, er hat das mit physikalischen Kräften, wenn ich im Video geradlinig was erkläre, kann es passieren, dass die Studentinnen und Studenten glauben, sie hätten es verstanden, haben aber nachher, nach Angucken des Videos, genau dieselbe falsche Vorstellung wie vorher. Das heißt, man muss tatsächlich Missverständnisse frontal angehen. Ich kann nicht die perfekte Variante zeigen, nur zeigen, ich muss obendrein auch noch zeigen, aber Vorsicht, man könnte es so verstanden haben, so ist es aber nicht. Man muss wirklich die falschen Möglichkeiten auch durchdeklinieren. Der Star-Professor-Effekt, wenn jemand flüssig da einen Vortrag hält, alle sind total begeistert, könnte es sein,
dass sie genauso viel gelernt haben wie bei jemandem, der da völlig stockend einen Vortrag hält und nicht begeistert sind. Die Begeisterung über so einen Vortrag hat im Zweifelsfall nichts mit dem wirklich Gelernten zu tun. Das muss man auseinanderhalten. Also wenn das Publikum sagt, toll, heißt es nicht, dass jemand was gelernt hat. Das kann ja sogar irritieren, wenn ich glaube, ich habe was gelernt, aber habe gar nichts gelernt. Das kann auch noch in die falsche Richtung sogar gehen. Eine ganz klassische Arbeit. Wenn ich Videos habe, sind die so schön einfach, die gehen leicht runter, wie Zuckerwatte zu stecken. Wenn ich dagegen ein Lehrbuch habe, dann muss ich mich da durchbeißen, Seite um Seite, das ist schwierig und mit Fußnoten und man muss überlegen, wie das jetzt alles gemeint ist, wie das zusammenhängt. Alte Forschungsarbeit 1984 von Salomon. Fernsehen fühlt sich einfach an, Schulfernsehen an der Stelle, Schulfernsehen fühlt sich einfach an, aber ich lerne weniger als durch das Lesen. Das erinnert mich an Marshall McLuhan, Hot Media and Cold Media. Fernsehen und diese Videos sind irgendwie Hot Media, die nehmen mir sehr viel Denken ab. Und Schrift ist ein kaltes Medium, ich muss mitdenken, ich muss mir klar machen, worum es da eigentlich geht. Ich muss mir das selbst vorstellen, ich muss es visualisieren, ich muss mehr mitarbeiten. Deshalb könnte es sein, dass ich aus dem Lehrbuch mehr lerne als aus einem Video. Umgekehrt, ich aber ein Video viel besser finde, weil es so schön leicht ist. Wir dürfen eben nicht so sehr nach dem Maßstab gehen, was das Publikum gut findet. Es geht ja erstmal darum, was ist etwas, wo ich was lerne, nicht was ich gut finde. Das sehe ich bei YouTube. Also das ist schön, wenn dieses eine Video hier 45.748 Views hat und 219 Leute sagen Thumbs up. Einer sagt Thumbs down, wenn ich den erwische. Aber was heißt das jetzt eigentlich, die 219 Thumbs up? Die fanden es gut, ja. Ist das jetzt gut, weil das ein Rezept vermittelt, passgenau für irgendeine Klausur, dass ich das einfach nur abspulen kann in der Klausur? Oder ist das gut, weil ich wirklich verstanden habe, was ein Vektorraum ist? Das weiß ich an der Stelle nicht. Warum finden die Leute das eigentlich gut? Sehr gefährlich, wenn man da einfach nach dem Publikumsgeschmack geht. Nach Publikumsgeschmack gäbe es wahrscheinlich in der Mensa ja auch nur jeden Tag Pommes und Hamburger. Das wäre wahrscheinlich nicht so gesund. Also Vorsicht mit Publikumsvoten. Lernen gelingt mühelos, Illusion Nummer 4. Da mag man einwenden, okay, halt, mühelos hat doch keiner gesagt, es protestieren doch alle, dass es viel zu schwierig ist. Da gibt es ja von Frau Metzger und Herrn Schulmeister diese Zeitlaststudie. Alle stöhnen, dass sie ganz fürchterlich viel beschäftigt wären mit dem Studium, aber wenn man dann wirklich mal genau nachguckt, die Studentinnen und Studenten mal aus vielen verschiedenen Studiengängen wirklich aufschreiben lässt, wie viele Minuten sie was gemacht haben am Tag, stellt man fest, dass Studium ein Halbtagsjob ist. Etwas mehr als ein Halbtagsjob, 22, 23, 24, 25, 26 Stunden pro Woche, aber nicht wirklich ein Vollzeitjob. Es verrinnt ganz viel Zeit in irgendwelchen Pausen. Man hat irgendwo eine Dreiviertelstunde, die man rumhängt und seine Facebook-Seiten pflegt und so weiter und plötzlich ist der Tag rum. Aber eigentlich ist das Studium kein Vollzeitjob. Insofern scheint es ja relativ locker zu gehen. Es fühlt sich nicht locker an für viele, aber es scheint vom Zeitaufwand, vom echten Zeitaufwand ja relativ locker zu gehen. Von wegen locker geht es dann ja noch mal weiter. Khan Academy, Salman Khan, ist als erster groß geworden mit dieser Art an Erklärvideos, wie ich sie auch ins Netz stelle. 1 Million Klicks für diese Chemieerklärung hier. Diese Art an Videos ist genau das, was die didaktische Forschung sagt. Wenn man wirklich mal verschiedene Varianten ausprobiert, wie stellt man etwas dar? Und dann prüft man am Ende, was die Leute behalten haben, die sich das angeguckt haben. Dann ist das schon wohl die richtige Art, das zu machen. Extrem reduziert im Inhalt, extrem reduziert in der Darstellung. Sie sehen auch bei Khan, klebt nicht irgendwo ein Logo daneben oder was, oder eine Seitennummer oder was auch immer. Es ist nur einfach quasi eine elektronische Tafel. Das ist bei mir jetzt hier aus dem Udacity-Kurs, aber meine Videos von zu Hause, sind dann nur auf Deutsch, sehen aber genauso aus praktisch, bis auf die Hand, zu der sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Also extrem reduzieren, sprechen und gleichzeitig zeichnen, auf 2 Wegen ins Hirn, ist die Hypothese an der Stelle, die Theorie an der Stelle. Ich komme über 2 Wege ins Hirn, durchs Auge und durchs Ohr. Und ich rede sehr persönlich mit einer imaginierten Zuhörerin, einem imaginierten Zuhörer, nicht so ein formaler Vortrag, sondern locker weg, da machen wir dieses, da machen wir jenes, so als ob man neben jemanden in der Kneipe säße und vor uns liegt ein Bierdeckel und man erklärt irgendwas auf dem Bierdeckel. Das ist anscheinend das, was didaktisch am besten funktioniert und genauso sind diese Videos gemacht. Da könnte man natürlich sagen, ja, eigentlich ist das aber total weichgespült.
Jetzt nehmen wir unsere Studentinnen und Studenten bei der Hand und erklären jetzt, ob es Differentialgleichungen sind oder ob es Bruchrechnen ist, wunderschön in solchen kurzen Videos, 2 Minuten, 3 Minuten, vielleicht mal 10 Minuten. Die Welt der Mathematik in winzigen Schritten, didaktische Engführung, ist das eigentlich Hochschule oder ist das Verdummung? Und nebenbei erziehen wir sie dazu, nicht zu lesen, weil es gibt ja die schönen Videos, und wir gewöhnen sie an verflachte Darstellungen, die man einfach so locker genießen kann. Das plätschert so vorbei, naja. Das stößt dann auf diese Stelle an der Forschung, Desirable Difficulties von Björk und Björk. Man behält besser, man lernt besser, wenn man tatsächlich auch Hürden drinnen hat. Man muss gezwungen werden oder sich selber zwingen, am besten das, irgendwelche Hürden zu überwinden. Es müssen Schwierigkeiten drin sein, sonst lerne ich nicht ordentlich. Es darf nicht zu glatt durchgehen. Es fühlt sich dann wahrscheinlich gut an, wenn ich das einfach so gucken kann von A bis Z, wunderbar. Aber es wird im Allgemeinen so sein, dass ich da nicht allzu viel gelernt habe, wenn ich nicht irgendwo hängen bleibe und nachdenken muss. Die Frage ist also, wie kann man das Lernen mühevoller machen an der Stelle? Sinnvoll mühevoller machen, also jetzt nicht irgendwas Absurdes draufpropfen. Man könnte natürlich jetzt eine winzige Schriftart nehmen. Es gibt Studien dazu. Man nimmt Kursivschrift in irgendeinem komischen Font. Das wird besser behalten als in einem schönen Font. Aber das ist ein anderes Thema. Also wie kann ich jetzt sinnvoll Schwierigkeiten einbauen, um das Lernen zu unterstützen? Die Idee, die in den MOOCs verfolgt wird, haben wir eben ja gesehen, wie das beim Hasso-Plattner-Institut dann aussieht, ist Quizze einzubauen. Ich möchte von dieser Lean-Back-Situation, wie vom Fernseher und im Kino, Tüte Popcorn, von der Lean-Back-Situation, wo ich mich berieseln lasse, möchte ich hin zu einer Lean-Forward-Situation, wo ich wirklich arbeite, mit einem Spiel zum Beispiel, habe ich das ja auch. Beim Spiel sind doch alle dann plötzlich total konzentriert. Manchmal läuft doch noch Facebook neben dem Spiel, aber es gibt ja auch Spiele, bei denen dann tatsächlich nicht Facebook nebenbei noch läuft. Diese Situation hätte man gerne. Man macht es mühevoll, aber anscheinend ist es trotzdem attraktiv. Über Quizze, das ist der Gedanke bei den MOOCs. Wir bauen Selbsttests ein, Quizze. Das ist jetzt hier auch aus meinem eigenen Udacity. Das wäre quasi so eine klassische Vorlesung. Die ist da also nicht nur in 15 Einheiten aufgeteilt, sondern ich müsste zählen, keine Ahnung, 25, wie auch immer. Und in dieser Einheit, in diese Gesamteinheit, diese quasi eine Vorlesung, sind dann eben 13 Quizze eingebaut, 13 Selbsttests eingebaut, hier so von dem Kaliber. Die sind bei Udacity auch handgezeichnet. Bei Udacity sind nicht nur die Videos handgezeichnet, sondern auch die Quizze handgezeichnet. Alles sehr charmant sozusagen. Was an der Stelle noch nicht gut beforscht ist, es gibt einige Arbeiten, aber das ist anscheinend noch nicht gut beforscht, da sitzen wir jetzt gerade so ein bisschen dran, dass es verschiedene Niveaus von solchen Selbsttests gibt. Es gibt so die ganz, wie soll ich sagen, ebenerdigen Selbsttests, bei denen irgendwie nur eine recht dumme Frage gestellt wird. 2 plus 2 ist gleich irgendwas. Ich muss einfach was tun, so auf diesem Niveau. Ich muss einfach irgendwie mal was tun. Das Video bleibt stehen, ich muss irgendwas tun zwischendurch. Dann könnte ich ein Niveau weiterkommen, muss einfach mal üben. Okay, der Sinus ist jetzt welche Seite durch welche Seite und der Kosinus ist jetzt welche Seite durch welche Seite. Das ist einfach mal wirklich übe, was da mal vorher dran gekommen ist. Schwierig, aber schön. Wenn es ginge, wäre sowas zu haben, was weitergeht. Richtige Probleme im mathematischen Sinne, eine echte Aufgabe, die was Neues bringt oder sogar eine herausfordernde Aufgabe, bei der ich auch wirklich mal vielleicht eine Viertelstunde dran sitzen muss. Das habe ich in dem Udacity-Kurs versucht und gelernt, dass das total schwierig ist. Da verliert man die Leute. Wenn man wirklich mal so eine Aufgabe stellt, hier ist ein Rumpfprogramm, schreiben Sie mal den Rest dazu, 20 Zeilen, da verliert man die Leute, da verzweifeln ganz viele dran. Also das müsste man irgendwie abfedern oder sehr geschickt machen, da sind wir noch am Lernen. Was ich aber daran spannend finde, ist, dass man Aha-Erlebnisse vermitteln kann. Das fehlt mir bei diesen geradlinigen Videos, wenn ich das so wunderschön erkläre eben. Ich suche immer die simpelste Erklärung für irgendwas. Und ich habe den Eindruck, dass ich damit meinen Studentinnen und Studenten das Aha-Erlebnis raube. Die kommen nicht selber drauf. Und dann wirkt es zu einfach. Man guckt sich das Video an und denkt, oh, das ist doch ganz einfach. Man hat selbst nicht dieses Aha-Erlebnis, dass da eigentlich ein Knackpunkt drin war, der erst überwunden werden muss. Ich zeige mal gerade, wie der aktuelle Stand der Forschung aussieht. Capira ist eine Plattform, die zusammen entsteht mit Studenten aus Saarbrücken, insbesondere Robin Woll, der ist da in der Medieninformatik, und auch einem Studenten aus Bielefeld. Diese Plattform soll zwei Sachen angehen. Erstens, wir wollen in den Fluss eines Videos hinein Quizze
einbetten, das mitgedacht werden muss. Sieht man gleich in der Demo, was das heißen soll, das mitgedacht werden muss. Und für den Quizautor ist natürlich extrem aufwendig, ohne Personal an der Fachhochschule, wie kann man solche Quizze schlank produzieren? Das kann da zum Beispiel, Sie sehen Handschrift extra, es ist etwas zugänglicher in Handschrift. Die Videos sind meine alten YouTube-Videos vom Mathematik-Brückenkurs von vor 3 Jahren, muss ich jetzt sagen. Ne? Also ist lange her, der Brückenkurs. Und die sind jetzt eben garniert quasi. Nehmen wir den hier, wo ich eben was von Sinus und Cosinus erzählt habe. Also was wir jetzt sehen, ist ein YouTube-Video von meinen üblichen. Ton ist egal, können Sie sich vorstellen, was ich dazu erzähle. Das ist ein Live-Mitschnitt aus dem Brückenkurs. Wenn Sie sich wundern, warum das so geschmiert ist, stört keinen. Und warum soll ich es dann besser machen? Es wirkt sogar so authentischer, zugänglicher, weil es so geschmiert ist. Wenn das alles so super edel wäre, wäre das so abgehoben, dass es schon wieder problematisch wäre. So, ich habe eben erzählt, wenn ich Alpha kenne, kenne ich Beta und umgekehrt. Und jetzt kommt die Plattform rein. Also was bisher geschehen ist, ist einfach nur das YouTube-Video im Hintergrund. Und jetzt kommt diese Plattform eben rein und fragt, okay, wenn Alpha gleich 30 Grad wäre, dann wäre Beta gleich. Und jetzt muss ich hier dann eben eintippen, 60 Grad. Ich muss im Video weiterdenken. Das ist der Gedanke hier. Diese Quizzes sind nicht wie bei den üblichen MOOCs losgelöst von den Videos. Sie sind teilweise dann eben zumindest direkt eingebettet in den Gedankenverlauf des Videos. Das war offensichtlich richtig mit den 60 Grad. So könnte das dann stattfinden. Weil eben die Frage auch schon kam bei den MOOCs, okay, was ist jetzt mit Hinweisen, was denn jetzt gerade falsch war? Warum oder was falsch war? Hier hätte man jetzt eigentlich einen Hinweis geben können. Ist in der Plattform vorgesehen, aber es hatte keine Zeit, den einzugeben. Typischerweise wird es so sein, dass ich ja in der Vorlesung, die ja aufgezeichnet ist, die Antwort gebe. Das erspart den Hinweis, das ist das Schöne. Wenn es einfach im Fluss des Videos ist, kommt die Antwort ja sowieso danach in der Veranstaltung. Da muss ich nicht noch einen Hinweis eingeben. Ich muss nur die Frage eingeben als Autor. Jetzt müsste gleich mal irgend so eine Fingerübung kommen. Wenn wir gerade fertig sind. Ich springe mal direkt dahin. Ich weiß gar nicht. Das müsste der dann sein. Ich springe mal direkt zu der Fingerübung. So sieht das dann aus. Also irgendwann im Ablauf des Videos, wenn ich erklärt habe, was jetzt Sinus, was Cosinus und so weiter ist, kommt diese Geschichte hier in HTML drüber gelegt über YouTube. Und da muss ich jetzt eben als Fingerübung beantworten, okay, welche Seite zur Hypotenuse ist der Sinus von Beta? Da ist Beta, C ist die Hypotenuse, muss man sich dann nun zusammenreimen. Dann müsste es B gewesen sein, dann kann ich hier B anklicken. Also man kann auf dieser Plattform alles Mögliche zu klickbaren Elementen machen. Sie haben gesehen, es gibt auch die übliche Mathematik drin. Dann. Es gibt sogar eine Möglichkeit, Formeln einzugeben und die Formeln auszuwerten, ob sie mathematisch äquivalent zu anderen Formeln sind. Also ob a² plus 2ab plus b² dasselbe ist wie a plus b in Klammern ins Quadrat. Das hat einer der Studenten aus der Brücke noch dazu gebaut. Und das hier wäre jetzt so ein ganz brutaler Test zwischendurch mal checken, haben wir es wirklich jetzt verstanden, was Cosinus und Sinus sind und nicht. Zur Gamification sage ich gleich noch was. Hier läuft jetzt die Zeit ab, kann man drüber diskutieren. Ist mal ein Versuch, dass die Zeit abläuft, während diese Aufgabe da steht, zwingt mich, ist der Gedanke, zu konzentrieren und jetzt nicht gerade nebenbei zu gucken, was meine Freunde alles wieder gepostet haben. So sieht diese Plattform dann aus. Es geht los mit dem Mathematik-Brückenkurs. Ich will als nächstes eigentlich mal unbedingt ein paar meiner Videos zur Relativitätstheorie bringen, um mal zu gucken, ob es auf dem Niveau dann auch geht. Aber hiermit haben wir jetzt eben vor dem aktuellen Wintersemester den Brückenkurs veranstaltet mit 350 Studis oder sowas. Als Inverted Classroom. Diese Sachen zu Hause angucken und dazu gab es dann Tutorien mit Aufgaben. Das ist Kapierer. Wie kann man jetzt diese Mühe übertünchen? Also wir wollen es mit Bedacht etwas mühevoller machen. Es soll nicht zu einfach sein. Wie kann man diese Mühe übertünchen? Gamification ist so ein aktuelles Schlagwort. Eben habe ich schon gesagt, dass da die Zeit abläuft. Geht schon ein bisschen in Richtung Spiele. Dass man anzeigt, wir haben so und so viel Prozent oder du hast so und so viel Prozent erledigt, korrekt erledigt. Badges, das hier ist von der Khan Academy. Da gibt es eine ellenlange Seite mit lauter Badges.
jeweils ein kleines Icon dazu und irgendwelche Erklärungen. Also ich kriege ein Badge, wenn ich Angles and Intersecting Lines habe. Ich kriege ein Badge, wenn ich, ich kann es jetzt gerade nicht lesen, namens Da Vinci für 500 Unique Skills oder was auch immer. Ich kriege ein Badge, wenn ich ein Video angeguckt habe, wie auch immer. Da gibt es für alles irgend so ein Abzeichen. Abzeichen wie bei den Pfadfindern. Das ist so der Gedanke, dass ich nachher den ganzen Ärmel voll habe, was ich alles gemacht habe als Pfadfinder. Das sind die Badges. Oder Leaderboards, wo dann steht, heute der Beste. Das finde ich eher flach von der Gamification her. Die Frage für mich ist eher, ob man in die Tiefe gehen kann. Der Witz bei Spielen ist für mich weniger, dass es da jetzt Badges gibt und dass der Highscore irgendwo steht. Der Witz bei Spielen für mich ist, dass die so austariert sind, dass man so ein Flow-Erlebnis hat wie bei Csikszentmihalyi. Ich bleibe immer so möglichst genau auf der Kante zwischen Überforderung und Unterforderung. Ich bin gefordert, aber nicht zu viel. Es ist nicht verzweifelnd. Ich bleibe dran. So wie ein Musiker beim Konzert, Schauspielerin beim Theaterstück, wie auch immer. Man ist im Hier und Jetzt und arbeitet kontinuierlich mit, ohne abgelenkt zu werden, ohne sich selbst abzulenken. Das ist für mich spannend bei Spielen, aber das ist sehr schwer abzubilden. Und natürlich Emotionalität, das ist hier oben auch noch nicht drin. Wenn ich irgendwo rausgekegelt werde, im so und so vielten Level, dann bin ich natürlich total sauer. Auch das ist natürlich ein Grund, dann sich anzustrengen, um nicht total sauer zu sein. Auch das könnte man ausnutzen. Problem bei der Gamification, ich stehe so ein bisschen mit auf Kriegsfuß mit der Gamification. Alle sagen aktuell, müsste man doch machen. Die unterschwellige Botschaft, die ich damit sende, ist für mich ein Problem. Ich sende damit nämlich die unterschwellige Botschaft, dass Lernen eigentlich langweilig ist, denn ich muss es ja gamifizieren. Das müsste ich ja nicht, wenn es nicht langweilig wäre. Diese unterschwellige Botschaft kommt, glaube ich, auch rüber. Sobald man sowas sieht, weiß man, da will mir jemand was verkaufen. Das kann nach hinten losgehen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt aus der Zeitlaststudie. Also einerseits der Aspekt, dass man kein Vollzeitstudium hat. Und dann gibt es den anderen Aspekt, dass wenn man nun wirklich Vollzeit arbeitet und endlos Aufwand reinsteckt, dass das nicht unbedingt hilft. Diese Statistik hier aus einem Betriebswirtschaftsstudiengang in Hamburg. Die Zeit, die während eines Semesters insgesamt für das Studium investiert wird und die Noten, die daraus resultieren. Also hier, Sie kommen mit unter 300 Stunden für das ganze Semester auf eine 1, noch was oder mit noch weniger auf eine 2,0. Aber Sie können auch 1000 Stunden oder was investieren und haben dann auch eine 2,0. Oder Sie können 700 Stunden investieren und landen bei der 4,0. Herr Schulmeister sagt, es gäbe keine Korrelation. Wenn man diese Daten insgesamt betrachtet, die Note, die sich ergibt, Durchschnittsnote und die Zahl der Stunden, die investiert worden sind an Studium, ist die Korrelation nicht signifikant. Es gibt an der Stelle keine Korrelation. Was man stattdessen dann tun muss, man muss sich die einzelnen Lernertypen angucken. Es gibt Lernertypen, die eben ein echtes Problem haben, die üben und üben und üben, und dann trotzdem bei der 5,0. Und es gibt die anderen, die tun nichts und haben die 1, irgendwas. Also wenn man es dann aufgliedert nach Lernertypen, dann wird es allmählich spannend. Aber es gibt nicht pauschal die Aussage, je mehr man an Zeit investiert, umso besser wird man. Man muss intelligent Zeit investieren. Also eine Illusion, die dann im Zusammenhang eben auch steht mit dem leichten Lernen, wenig arbeiten. Wenig arbeiten kann funktionieren. Es gibt Leute, die das schaffen, wenig zu arbeiten, aber die scheinen anscheinend den Trick raus zu haben. Zurück zum E-Learning und den elektronischen Geschichten. Schnellere Pferde ist etwas, was man Henry Ford, dem Automobilisten, zuschreibt. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Also wenn man vor Erfindung des Autos jemanden gefragt hätte, was er denn oder sie denn wollte, dann hätten die Leute gesagt, schnellere Pferde, weil sie kannten ja noch kein Auto. Deshalb hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und im E-Learning bauen wir ganz viele schnellere Pferde. Das ist inzwischen so halbwegs verschwunden. Das war ja mal ein dicker Trend, Second Life, Vorlesungen auf Second Life. Hier steht noch einer auf YouTube von 2009. Das war so ein schnelleres Pferd. Dass ich da jetzt den Text lesen soll, ist absolut unvorstellbar. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Und das ist ein schnelleres Pferd aus der Gegenwart. Classcraft ist so ein bisschen modelliert nach World of Warcraft. Man hat, Sie können sich vorstellen, wie das dann stattfinden wird. Der
der Klassenraum als Dungeon. Es soll also die reale Schule gemappt werden auf diese Art von Spiel. Ich finde das sehr problematisch. Und es gibt natürlich ganz viele andere Geschichten. Was ich hier gerade veranstalte, abgefilmte PowerPoint-Vorträge, immerhin bin ich da nicht zu sehen im Bild, aber das ist eigentlich auch ein schnelleres Pferd, das könnte man sicherlich anders machen. Slidomans, die übliche Art an Vorlesungsunterlagen, man präsentiert Folien und stellt genau dieselben Folien bereit. Das heißt, sie funktionieren weder für das eine noch für das andere. Wenn ich die Folien als Skript bereitstelle, sind sie viel zu voll, damit es ein vollständiges Skript wird. Und wenn ich diese viel zu vollen Folien dann präsentiere, ist es viel zu lesen. Also es funktioniert vorne wie hinten nicht. Man muss ein Skript haben und getrennt davon Folien haben. Besser noch gar keine Folien. Sie sehen, ich mache es ja komplett ohne Folien. Ich mache ja handgezeichnete Geschichten. Das ist für mich ein schnelleres Pferd. Die interaktiven Whiteboards. Man muss unbedingt ein interaktives Whiteboard haben. Was macht man damit? Frontalunterricht. Das ist vielleicht nicht so geschickt. Oder der neueste Trend. Irgendwo in Bayern gab es das. Die Abiturklausuren schreibt man auf einem Tablet. Auf einem Tablet ist doch viel schwieriger zu schreiben als auf einem echten Schreibblock. Was mich auch sehr bestürzt ist, wenn ich meine Studentinnen und Studenten sehe mit Tablets, insbesondere iPads dann mit diesem Gummigriffel. Die Android-Tablets haben ja teilweise vernünftige Stifte, aber die iPads haben ja nur diesen Gummigriffel, mit dem man nicht ordentlich schreiben kann. Dann ist man mehr am Zoomen und hin und her schieben auf dem Bildschirm, um irgendwas schreiben zu können, als wirklich am Schreiben. Also ich finde das eher hinderlich, wenn man ein Tablet als Schreibblock mitnimmt, statt einfach einen Schreibblock. Hat den vielleicht abfotografiert, wenn man es elektronisch haben will. Das sind für mich alles schnellere Pferde. Teuer ist besser. Es gibt so einige Hochglanzproduktionen. Dieses hier zum Beispiel, Crash Course, ist ein Kanal auf YouTube. Hier werden gerade offensichtlich irgendwie die Römer erklärt. Mit aufwendigen Animationen, im Studio gefilmt und so weiter. Das halte ich für überflüssig. Das sieht wieder so nett aus, alle finden das sicherlich toll. Ach, da gibt es ein hübsches Bild, eine hübsche Animation, dann finden das alle toll. Aber der Lerneffekt davon ist höchstwahrscheinlich sehr fragwürdig. Ich glaube nicht, dass das Geld wert ist. Bei Udacity sieht das so aus. Udacity hat ja schon diese handgeschriebenen Sachen, also schon gar nicht so aufwendig gemacht. Und so sieht das Studio aus bei Udacity, ist noch relativ aufwendig. Das hier ist so ein Welcome-Bildschirm. Mit Grafiktablett, also kein Tablet, wie man es kennt, sondern eben was die Designer benutzen seit langen Jahren. Ein Bildschirm, den man beschreiben kann, hier mit dem Stift, an dem iMac betrieben und dann läuft da die Bildschirmaufnahme. Und oben hängt eine HD-Videokamera drüber, hier Beleuchtung von den Seiten, dass man auch die Hand aufnehmen kann. Sich an die Bilder vorhin erinnern, bei Udacity sieht man auch die Hand, die wird tatsächlich dann per Videokamera von oben noch aufgenommen. Und dann im Video-Editor dann da reingestanzt obendrein. Das ist schon nur mal schlichter, keine aufwendigen Animationen. Die gibt es teilweise bei Udacity, aber nicht regelmäßig. Aber immer noch ein relativ aufwendiges Studio. Ich habe einiges experimentiert mit Kopf im Bild. Braucht man wirklich einen Kopf im Bild oder nicht? Auch das ist für Einzelkämpfer ein gehöriger Aufwand, ein Kopf im Bild, weil die Kamera muss aufgebaut werden, die Beleuchtung muss stimmen, man darf nicht aus dem Bild raus und so weiter. Ich zeige mal, wie das aussieht. Ich fange mal mit dem Simpelsten an. Das sind meine üblichen Aufnahmen hier. Einfach nur ein Webcam-Bild freigestellt, der Hintergrund ist freigestellt, dass der Kopf so klein wie möglich ist, so wenig Pixel wie möglich wegnimmt. Und dann einfach eine Webcam. Irgendwo eine Webcam hingestellt. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, was dann einfach den freigestellten Kopf auf den Bildschirm bringt. Screen Recorder angestellt und da habe ich ja den freigestellten Kopf da drunter. Aber ich muss immer noch die Kamera einstellen. Mache ich inzwischen nicht mehr, war mal ein Experiment. Das ist ein deutlich aufwendigeres Experiment. Was wir hier sehen, ist ein Foto meiner Hand und was wir hier sehen, ist ein Foto meines Ärmels. Das muss man. Ich hätte es nachher sagen sollen. Ich habe es falsch gemacht. Jetzt nachher erst sagen sollen. Wenn man nicht genau hinguckt, also im Halbschlaf ist, merkt man es nicht. Es wird einfach mitbewegt. Was jetzt aufgezeichnet worden ist, ist hier der Punkt, an dem gerade geschrieben wird. Und es hängt, das ist jetzt Computergrafik, mit inverser Kinematik, die Hand und der Ärmel hängen dann mit inverser Kinematik an diesem Punkt dran. Das ist also komplette Lüge, was man hier sieht. Ich spule mal ein bisschen weiter. Nebenbei, nicht nur das Hasso-Platten-Institut kann Vorschaubilder, YouTube kann natürlich auch Vorschaubilder.
wo ich das so sage, Spracherkennung kann auch nicht nur das Hasso-Plattner-Institut, Spracherkennung kann YouTube auch. Auch auf Deutsch. Die ist ziemlich grabbelig, jedes zweite Wort ist falsch, aber man kriegt eine Idee, wo man ist. Okay, das war einfach so ein Experiment mit Computergrafik, noch ein bisschen weitergetrieben hier. Das ist wieder die Hand, rein synthetisch, und im Hintergrund sieht man ein Webcam-Bild. Und dann sieht es eben so aus, als ob ich jetzt auf eine transparente Tafel schreibe von hinten. Es ist nur dieses Grafiktablett und dieser Rechner mit der Webcam da drin. Ist aber immer noch sehr viel Aufwand. Was heißt immer noch sehr viel Aufwand? Es ist sehr viel Aufwand, die Beleuchtung muss stimmen, man darf nicht aus dem Bild raus und so weiter, mache ich inzwischen nicht mehr. Also ich bin inzwischen auf der Schiene, dass ich kein Bild mehr drinnen habe von mir selbst. Es ist nur meine Stimme aus dem Off. Also die ganzen Experimente habe ich inzwischen eingestellt, es gibt nur noch meine Stimme aus dem Off. Das scheint zu reichen, es beschwert sich auch keiner großartig, kommt immer noch gut an. Und das ist viel leichter. Und das ist dann die Produktionsumgebung. Also es ist kein Studio oder was auch immer. Es ist ein ganz alter Windows-Tablet-PC. Beziehungsweise ich habe inzwischen drei. Ich kaufe immer gebraucht, wenn ich irgendwo einen sehe, gebraucht im Internet, kaufe ich sofort. Weil die Dinger sind jetzt alle irgendwie 10 Jahre alt oder sowas. Irgendwann wird der erste den Geist aufgeben. Das ist der, den ich aktuell benutze. Also Windows-Tablet-PC ganz klassisch. Wie gesagt, der ist x Jahre alt. Kein moderner Kram, das ist ein ganz normales Windows-Notebook mit Windows 7 drauf und eben beschreibbarem Bildschirm. Das ist dieselbe Technik, die hier in diesem Tablet drin sitzt, aber eben mit Bildschirm statt silberner Fläche. Das ist das, womit ich in die Veranstaltung gehe. Das ist, wo die Videos aufgezeichnet sind und das besagte USB-Mikrofon. Ich werde nächstes Semester dann doch mal anfangen mit einem neuen Windows 8.1 Maschine, aber ein 15 Zöller, das ist das Nette. Diese alten Windows Tablet PCs, die sind relativ klein, 13 Zöller oder darunter. Jetzt gibt es eben neuerdings 15 Zöller mit Windows 8.1. Da werde ich dann nächstes Semester mit anfangen. Die Maschine steht zu Hause, die ersten Experimente sind durch. Dann werde ich also umsteigen auf den großen Bildschirm sozusagen, dass man auch mal Platz hat. Je größer der Bildschirm ist, umso sauberer kann man ja auch zeichnen. Nochmal Marshall McLuhan. The medium is the message. Wenn ich so ein Lehrbuch habe, zahle ich viel Geld, 40 Euro oder sowas. Das ganze Ding ist unveränderlich, steif sozusagen. Es ist schön gegliedert von A bis Z. Es schlägt mich. Nachhilfevideo. Es gibt ja diverse Nachhilfesites im Internet, wo ich zahlen muss für Nachhilfevideos oder wo ich Werbung ertragen muss. Da wird es mir als Rezept präsentiert. Wie mache ich Kurvendiskussion? Erstens, zweitens, drittens, viertens. Fertig. Ich sehe mehr und mehr eine neue Art an Videos, in Anlehnung an Kahn, aber noch etwas anders, sehr hemdsärmlich. Ich lasse inzwischen auch Irrwege stehen. Wenn ich zwischendurch merke, ich habe mich verrannt, lösche ich das nicht weg, sondern lasse es tatsächlich stehen. Und dann gibt es eine Diskussion, warum das keine gute Idee war. Das Ganze wirkt mehr wie ein Wegwerfprodukt. Es ist nicht Hochglanz für die Ewigkeit produziert, sondern eher ein Wegwerfprodukt. Habe ich inzwischen gelernt, bei Diskussionen an Elite-Unis, dass die dann sagen, das können wir nicht bringen. Das sieht nicht so aus wie etwas, das wir in die Öffentlichkeit geben können, diese Art von Videos. Und ich glaube auch, dass Verlage das nicht produzieren können. Das ist nichts, wofür man Geld nehmen kann, das muss irgendwie gratis sein. Das ist das Schöne für mich daran, dass es so wie ein Wegwerfprodukt aussieht. Vielleicht ist es sogar ein Wegwerfprodukt. Wieso the medium is the message? Durch diese Form sage ich ja auch was. Ich sage nämlich bei einem Lehrbuch, hier steht alles drin, was es zu wissen gibt. Punkt. Ende aus. Da ändert sich nichts mehr dran. Das ist gedruckt und damit fertig. Aber hier sage ich mit dieser Art an Videos, das ist alles eher schwammig. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Und was wir jetzt aufgemalt haben, ist eigentlich auch egal. Wichtig ist, dass man zum Schluss verstanden hat, wie es geht. Ich sende damit eine Botschaft, durch die Form auch. In der Informatik habe ich dieses hier. Da fragen hin und wieder sowohl Studenten wie auch Mitarbeiter, könnte man das denn nicht mal vernünftig machen auf einer richtigen Platine, nicht handgelötet? Nein, will ich nicht auf einer richtigen Platine und handgelötet mit einem schönen Gehäuse, weil ich glaube, dass es so klar ist, das kann jeder zu Hause bauen. Ich gehe in den nächsten Elektronikladen, kaufe mir diese paar Bauteile, löte das zusammen und dann wird das funktionieren. Das ist die Botschaft, die ich damit sende. Wenn das in schönem Gehäuse ist, ist das wieder so unangreifbar, unantastbar und keiner weiß, was er damit anfangen kann. Also das lasse ich bewusst so inzwischen. Das ist eine bewusste Entscheidung, das nicht schöner zu machen. Online spart Kosten.
Die Diskussion kam hier eben schon mal auf, kann man damit jetzt die Professorinnen rausschmeißen? Alle sind überflüssig, es gibt ja alles kostenlos im Internet. Erstmal muss man diesen Begriff offen relativieren, insbesondere bei den massiven offenen Online-Kursen. Offen, naja, es sei denn, man will damit studieren. Wenn man sich die Nutzungsbestimmungen von Coursera, das ist der größte Anbieter, anguckt, stellt man eben fest, okay, die darf ich zwar nutzen, diese Kurse, aber nicht als Teil eines Studiums. Dafür brauche ich eine Genehmigung. Wenn man sich das anguckt, San Jose State University, die nutzen die Sachen eines anderen Anbieters, edX, ist der zweitgrößte. Die bereiten sich inzwischen darauf vor, dafür Lizenzgebühren zu zahlen und haben schon mal 10 Millionen Dollar bereitgestellt. Ich weiß nicht genau, wie viel von den 10 Millionen Dollar jetzt dafür sind, aber das scheint wohl schon ein beträchtlicher Teil zu sein. Also nichts von wegen gratis. Für Privatanwender zum Spaßvergnügen vielleicht gratis, aber sobald es um Hochschulen geht, anscheinend nicht gratis. Denn irgendwie muss dieses Geld hier reinkommen. Coursera, der größte Anbieter, der hat 63 Millionen Venture Capital plus X eingesammelt. Irgendwo müssen diese 63 Millionen plus Zinsen herkommen. Damit muss Geld verdient werden. Das offen ist sehr relativ. Irgendwer wird dafür bezahlen müssen. In Deutschland gab es ja diesen Wettbewerb vom Stifterverband, 25.000 Euro für ein MOOC. 10 wurden insgesamt gefördert. Wenn man sich anguckt, wie viel Aufwand da reingesteckt worden ist, diese 25.000 Euro für die Produktion waren deutlich unterbezahlt. Etwas konkretere Kosten bei edX, wenn man bei edX Mitglied werden darf als Elite-Uni, muss man erstmal Eintritt bezahlen. Die 50.000 Dollar sind offensichtlich nicht mehr ganz aktuell, habe ich gelernt von jemandem, der mit denen verhandelt hat, aber trotzdem ist es noch eine beträchtliche Summe, die man quasi erstmal als Eintrittsgebühr bezahlen muss. Bei Udacity gibt es etwas konkretere Zahlen, die haben so einen Online-Master vor mit Georgia Tech. Da liest man mal konkretere Zahlen. Was soll gezahlt werden an die Professorin, den Prof, der diesen Kurs leitet und betreut, 100.000 Dollar Produktion für einen Kurs, für ein einziges Modul da drin, wie viel Betreuung Sie sehen, das sind massive Zahlen. Das ist jetzt nicht gerade was für Fachhochschulen und auch nicht für arme Universitäten. Also da geht es schon deutlich ins Geld. Das ist nicht kostenlos, beim besten Willen nicht kostenlos. Irgendwo muss das herkommen. Nochmal Zahlen von meinem eigenen Kurs, den ich da gemacht habe. Das ist so vom Umfang her ungefähr, was bei uns so 2 Semesterwochenstunden sind. Ich habe relativ wenig geplant, das war zu kurz. Ein Monat Planung war deutlich zu kurz, habe ich zum Schluss gemerkt, für so einen neuen Kurs. 2 Wochen, 3 Wochen im Studio und dann nochmal überlegen, was bauen wir an Quizzen rein, wie werden die Quizze abgefragt. Und dazu kommt natürlich die ganze Arbeit, die dieser MOOC-Anbieter obendran reinsteckt. Die Videoproduktion, die Plattform vorbereiten, die Quizze technisch produzieren und so weiter und so fort. Also es ist beim besten Willen nicht kostenlos, solche Kurse zu produzieren. Deshalb werden sie auch nicht auf Dauer kostenlos angeboten werden können. Aber was wir sehen, ist, dass dieser Begriff offen usurpiert wird. Plötzlich redet jeder von offen. Irgendwann war mal Multimedia, alles musste Multimedia sein. Und jetzt muss plötzlich alles offen sein. Hier diese Open Education Challenge, wenn man sich die Bedingungen durchguckt, dann geht es irgendwie um elektronische Bildungsangebote. Die müssen nicht irgendwie offen sein, sie müssen irgendwie nur elektronisch sein. Trotzdem heißt es Open Education Challenge. Plötzlich ist alles offen dieser Tage. Jetzt mal zum Kern der Geschichte. Non scholae sed videdicimus. Das steht über dem Schuleingang. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Seneca hat natürlich das Gegenteil gesagt, was einem in der Schule nicht verraten wird. Für die Schule lernen wir, nicht fürs Leben. Wenn man sich zum Beispiel Studien anguckt, es gibt wenig Studien zu Ingenieurwissen. Das hier habe ich gefunden, zu Medizinern. Was behalten Mediziner eigentlich von dem, was sie im Studium gelernt haben? Nach einem Jahr Nichtbenutzung ist ein Drittel weg und nach 2 Jahren ist die Hälfte weg und zum Schluss sind 70% weg. So sieht das bei den Medizinern aus, laut dieser Studie. Es gibt eine Untersuchung, eine einzige, die ich bisher gefunden habe, wie das bei Ingenieuren ist. Was ist mit Ingenieuren und der Mathematik, die sie mal gelernt haben? Das ist ein Zitat aus dieser Studie. Die ganze Studie geht so in diese Ecke. Ingenieure im wahren Leben brauchen nicht die Mathematik, die sie gelernt haben, nur ganz bisschen. Die müssen multiplizieren können, dividieren können, Prozent rechnen können. Die müssen eine Idee haben, was sie da tun. Aber das Ganze an höherer Mathematik, was mal drangekommen ist, das ist im wahren Leben nicht allzu wichtig, vorsichtig gesagt.
Dazu kommt diese Aussage hier aus den USA, dass fast die Hälfte der Absolventen von vierjährigen Colleges, also die üblichen Bachelors, dass die üblichen Bachelors in Jobs sind, die eigentlich diesen akademischen Grad gar nicht gebraucht hätten. Das bezieht sich nicht zuletzt natürlich auf die Geisteswissenschaft, aber es trifft auch ein Viertel der Ingenieurinnen und Ingenieure. Also dass man viel zu hoch ausbildet für das, was man dann später wird. Das sehe ich bei mir auch in dem, was in Mathematik drankommt. Jetzt haben wir gerade zum Beispiel bei den Masterstudenten, dass die gefälligst ordentlich die Maxwell-Gleichungen verstehen sollen. Und dann gibt es eben den Ärger, um Maxwell-Gleichungen zu verstehen, muss ich Vektoranalysis haben, Divergenz, Rotation, die Sätze von Gauss und Stokes. Und dann könnte es jetzt passieren, dass die Anforderung kommt, oh, wir müssen im zweiten Semester des Bachelors all das bringen, damit es nachher im Master mal verwendet werden kann. Da wachsen mir graue Haare, das wird im Master keiner mehr wissen, wenn ich es im zweiten Semester im Bachelor erzähle. Laplace-Transformation erzähle ich im zweiten Semester im Bachelor, die wird vielleicht im sechsten Semester gebraucht, aber da kann sich keiner mehr dran erinnern. Ein Wunderpunkt für mich auch ist Kurvendiskussion. Wenn in der Schule Kurvendiskussion durchdiskutiert wird, so nach Schema F, Nullstellen bestimmen, Nullstellen der Ableitung bestimmen, Nullstellen der zweiten Ableitung bestimmen und so weiter. Oder vielleicht, wenn man dann lernt, wie man das mit dem Taschenrechner automatisch machen kann, geht für mich voll am Ziel vorbei. Das lässt sich zwar gut prüfen, aber das ist nicht, was ich brauche. Was ich brauche, ist, dass sich die Studentinnen und Studenten eine Formel angucken, x minus 3 durch x plus 7 und eine Idee haben, wie das Ding verläuft. Was macht das im Unendlichen? Wird es irgendwo Bruchstellen haben? Was auch immer. Was ist wichtig an dieser Formel? Nicht so ein Rezept abzuarbeiten oder per Taschenrechner abarbeiten zu lassen. Ich muss die Formel angucken und eine Idee haben, was das Ding tut. Das will ich als Kurvendiskussion haben, nicht das Rezept. Also ich glaube, dass wir da ganz an der Praxis vorbei segeln in dem Mathematikkanon, den wir veranstalten. So, letzter Punkt. Im Curriculum steht, was man lernt, Fragezeichen. Was lerne ich eigentlich an der Hochschule? Lerne ich Stoff oder lerne ich eine Kultur, einen Habitus? Es gibt diese interessante Umfrage vom vergangenen Jahr, mit relativ wenigen Profs durchgeführt, aber trotzdem schon spannend. Also die haben Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler und Naturwissenschaftler gefragt, Professorinnen und Professoren, was wollt ihr denn eigentlich vermitteln? Und es kommt interessanterweise sogar bei den Naturwissenschaftlern heraus, eher Habitus als Stoff. Es geht gar nicht darum, diesen ganzen Stoff reinzuprügeln. Es geht hauptsächlich darum, eine Fachkultur zu vermitteln. Wie gehe ich Probleme an? Arbeite ich als Physiker, als Biologe, als Ingenieurin? Und dann stellt sich für mich auch die Frage, ist diese Hochschulbildung so eine Art Initiationsritus? Ist es einfach nur das Durchbeißen? Ich muss beweisen, dass ich mich selbst organisieren kann. Ich muss es lernen, mich selbst zu organisieren. Ich muss es lernen, wie ich schaffe, mich auch nach der Prüfungsfrist irgendwie anzumelden durch Überredungskunst. Das ist, was ich im Leben brauche. Die Prüfung zu bestehen, ist eine andere Geschichte. Es gibt also so ein verborgenes Curriculum. Und es könnte sein, dass, wenn wir jetzt versuchen, mit E-Learning da was zu automatisieren, das möglichst glatt zu machen, dass wir dieses verborgene Curriculum ruinieren. Also wir sollten erst wissen, was wir tun, bevor wir es automatisieren. Noch weitere Sachen aus dem verborgenen Curriculum, positiv wie negativ. Es gibt Studenten, Studentinnen, die einüben, dass man Aufgaben besonders langsam abschreiben muss, da muss man weniger tun. Das kann man lernen im Studium, dass man Aufgaben besonders langsam abschreiben muss. Es gibt die anderen, die in der ersten Reihe sitzen, das typischerweise, die Selbstausbeutung lernen. Die melden sich für alle Tutorien als Betreuer, gehen zu allen Terminen hin, geben Hausaufgaben zu früh ab. Auch das scheint man lernen zu können. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich so ein Helfersyndrom entwickle und unbedingt jetzt allen erklären muss, wie das geht. Aber auch das ist doch kontraproduktiv. Studentinnen und Studenten sind an einer Hochschule, die sollen es selber lernen, gefälligst. Die sollen selber lernen, wie man Brüche addiert. Und die sollen selber lernen, warum man nicht die Summe unter der Wurzel herziehen kann. Wenn ich das 1000-mal erkläre, kann das kontraproduktiv sein. Und nochmal, the medium is the message. Welche Botschaft sende ich denn eigentlich dadurch, dass eine Prüfung per Rezept zu bestehen ist? Damit sende ich doch die Botschaft, dass das ganze Wissenschaftliche, was ich da erzählt habe, eigentlich kokolores ist. Es kommt nur darauf an, den Lösungsweg auswendig zu lernen und ihn abzuspulen, und nach der Prüfung kann ich ihn vergessen. Das ist die Botschaft, die ich sende. Und diese Botschaft wird gelernt. Die Mathematik wird nicht gelernt, aber diese Botschaft wird gelernt. Fazit. Für mich stellt sich die Frage, bei diesen so schön weichgespülten Videos, die ich da seit 4 Jahren oder was veranstalte, Zuckerwatte in der Bildung.
Wie viel davon muss ich machen und wie viel davon darf ich machen? Wie viel ist nötig, um gerade die Studentinnen und Studenten mit Problemen bei der Stange zu halten? Aber wie viel davon ist schon wieder schädlich, weil man nicht lernt, sich durchzubeißen und sich das bald selbst beizubringen und selbst zusammenzusuchen und selbst das Aha-Erlebnis zu haben? Ich möchte, dass die Studentinnen und Studenten das Lernen lernen und das Denken lernen. Wie können sie das lernen, indem ich alles klitzeklein in Engführung vorserviere, zum Einlöffeln vorserviere? Hin und wieder kommt die Frage auf, ach, wir haben doch unsere hochschuleigene Plattform, und ihr Kram steht da irgendwie auf YouTube und anderswo, das nervt doch, können wir das nicht auf eine Plattform haben? Von Studentinnen und Studenten, die auf dem Handy Dutzend Apps haben und mit den Dutzend Apps jonglieren. Ich würde lieber dahin gehen, dass wir sagen, okay, können wir nicht das ganze Web als Lernplattform haben? Können wir nicht sagen, da draußen gibt es das Web, das ist unsere Lernplattform. Geht hin und bedient euch auf dieser Lernplattform. Wir müssen das nicht alles wunderschön jetzt zusammenstückeln in nette Lektionen. Lernt gefälligst, damit umzugehen. Das muss man natürlich dann aber auch begleiten. Es wird nicht von Tag 1 des Studiums an gehen, aber irgendwie müssen wir da hinkommen, dass wir aus diesem Walled Garden rauskommen, den wir da üblicherweise veranstalten. Eine Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass wir Aufgaben ins Zentrum stellen. Das sind so zwei Beispiele. Das ist hier eine Webseite zu Bioinformatik. Das ist eine Aufgabensammlung zu Bioinformatik. Man kann sich also durch diese Aufgaben hangeln und hat dann was zu Bioinformatik gelernt. Das ist eine andere Seite, die hart am Rande der Legalität ist, also insofern Disclaimer, übernehme keine Garantie über die Inhalte dieser Webseite, aber die Idee dieser Webseite ist spannend. Man hat Aufgaben, die darin bestehen, irgendwas zu hacken. Da lernt man was über Informatik, wenn man das versucht. Zwei Werbehinweise zum Schluss. Es gibt dieses Buch von Rolf Schulmeister herausgegeben, über massive offene Online-Kurse, gratis im Netz, mit zwei Beiträgen von mir drin. Dieses Buch über Inverted Classroom, Flipped Classroom gibt es gar nicht gratis, aber ist eine nette Zusammenstellung von der letztjährigen Konferenz zum Inverted Classroom Model. Dankeschön.